Herzlich willkommen zu meinem Gran Turismo 7 Trophäenguide. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die beiden folgenden Trophäen Zeitmesser und immer im Kreis sehr viel einfacher und schneller freischalten könnt. Da wir es uns ja so einfach wie möglich machen wollen, zeige ich euch jetzt einen Trick, wie man beide Trophäen miteinander kombinieren kann. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Zuallererst gehen wir auf Weltstrecken und anschließend gehen wir nach Amerika. Da wählen wir dann den Northern Isle Speedway aus und anschließend dort das Zeitrennen. Dann startet ihr das einfach und dann, ja, könnt ihr letzten Endes ein Fahrzeug eurer Wahl nehmen. Ich habe jetzt in diesem Beispiel den Tomahawk genommen, da es einfach das schnellste Fahrzeug im Spiel ist. Wie ihr gerade sehen könnt, bin ich hier schon fleißig am Rundendrehen. Und die Zeitmesser-Trophäe erhaltet ihr logischerweise, wenn ihr 100 Runden absolviert habt. Des Weiteren könnt ihr mit dieser Strecke die immer im Kreis-Trophäe ebenfalls sehr einfach erspielen, da wir hierfür auf einer ovalen Strecke fahren müssen. Und das hier ist ja eine ovale Strecke, deswegen schaltet ihr zeitgleich auch diese Trophäe mit der Zeit dadurch frei. Als nächstes gebe ich euch einen Tipp. Falls ihr sagt, ich habe jetzt wirklich keinen Bock, hier jetzt die ganze Zeit im Kreis rumzufahren, könnt ihr es theoretisch auch anders erlösen, indem ihr jetzt an euren Controller, also an den Stick, ein Gummi dran macht. Dann fahrt ihr die ganze Zeit gegen die Wand und fahrt dadurch dann, wie ihr es ja hier jetzt sehen könnt, die ganze Zeit trotzdem im Kreis. Das dauert dann, ich sage jetzt mal in meinem Beispiel hier mit dem Fahrzeug, 15 Sekunden und genau, dadurch schaltet ihr dann ebenfalls die beiden Trophäen frei. Bevor wir jetzt zum Ende des Videos kommen, will ich nochmal ganz kurz festhalten, dass ihr für die Zeitmesser-Trophäe 100 Runden absolvieren müsst. Also ihr müsst da nicht an 100 verschiedenen Rennen teilnehmen, sondern einfach nur 100 Runden absolvieren. Ihr bekommt es auch dann direkt bei der 100. und ihr müsst es auch nicht am Stück absolvieren. Bei der immer im Kreis-Trophäe schaltet ihr diese erst frei, wenn ihr die Kilometer erreicht habt und dann auch, sage ich mal, jetzt das Rennen abgeschlossen habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon weit drüber seid, aber noch immer mittendrin im Rennen seid, schaltet sich nicht die Trophäe frei. Erst, wenn ihr es dann letzten Endes beendet habt. Und somit sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und ihr die beiden Trophäen jetzt dadurch sehr viel einfacher freischalten konntet. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!